Hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein, da eins fehlt mir nur. Oh na bitte, schenk mir nichts, weil ich schenke dir auch nichts. Echt? Aber du hast mir doch letztes Jahr schon was geschenkt. Du hast mir doch letztes Jahr diese ergonomische Glühbirne geschenkt. Hä? Was machst denn du da? Ja, Martin, ja, du hast doch heute schon dreimal Bett. Ja, wir haben mich zweimal verbett. Jetzt muss ich noch mal anfangen. Ja, und ich? Ja, Bett hat da unten mit. Die schaut überhaupt nicht. Außerdem ist Weihnachten. Früher bin ich einmal regelmäßig in die Kirche gegangen. Du? Mhm. Immer an Weihnachten. Aber in Kindermetten, die ist kürzer. Da bist du ganz knapp an der Seligsprechung vorbei. He? Das ist wieder so typisch. Das ganze Jahr keine Kirche von innen sehen, aber an Weihnachten werden sie alle für eine Stunde katholisch. Sag ich dir schon drin sitzen, wie es die anderen Leute beim Beten zuhörst, weil du gar nicht weißt, was du selber sagen musst. Freilich weiß ich, was ich sagen muss. Bestimmt. Dann sag mir mal, was sagt man denn nach der ersten Lesung? Danke fürs Lesen. Es ist, dass du nicht schaffst. Du weißt überhaupt nichts. Ich weiß total viel sogar. Ja, dann fangen wir mal an. Es gibt 7 magere Jahre und 7 fette Jahre. Ich hab's nie auf 7 magere Jahre geschafft. Und dann gibt's noch den heiligen Antonius und zu dem bett man, wenn man was verloren hat. Hey, Respekt. Das stimmt sogar. Das weiß ich von meiner Tante. Die hat immer zu dem bett, wenn mein Onkel nicht mehr vom Feuerwehrfest heimgekommen ist. Und hat das was gebracht? Nach 3 Tagen war er wieder da. Aber weißt du, was mich wirklich ärgert an der Kirche? Was? Alles. Und zusätzlich haben die so viel Geld und lassen trotzdem jeden Sonntag immer diesen Klingelbeutel rumgeben. Meine Güte, Franzi, du musst da nichts reinwerfen. Das ist ja nur eine Empfehlung. Was? Ja. Da bei uns gibt es einen Brandnerschuss, den nehmen sie immer aus der Kollekte was für seine Zigaretten aus. Das traut sie dir? Ja. Weil er schon gelesen hat, dass die Kirche von unseren Steuergeldern jeden Pfarrer bis zu 3 Kinder finanziert. Hat er gesagt, für das Geld rauche ich bis zu meiner Beerdigung aus der Kollekte. Das ist kollektives Rauchen. Und du weißt, die vergunnen sie immer, weil zur Kommunion lassen sie nicht mehr gehen. Warum? Was warum? Hat er Weizenunverträglichkeit. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, freilich. Na, Franzi, er ist geschieden. Er hat eine Eheunverträglichkeit. Na ja, gut, aber eigentlich hat die jeder Pfarrer auch. Sag einmal, der Pfarrer ist mit dem Jesus verheiratet. Ja, aber die Nonnen sind doch schon mit dem Jesus verheiratet. Ja, der. Ja, sag einmal, wissen das die Nonnen? Was? Ja, dass der Jesus auch vom anderen Ufer ist. Freilich. Der ist doch damals übers Wasser gegangen. So. Aber es weiß auch keiner mehr, weil es geht auch nicht mehr in die Kirche. Ja, das wundert mich auch nicht. Ich finde, die Kirche, die braucht viel mehr Eventcharakter. Die müssen sich mal was Gescheites einfallen lassen. Ja, was denn bitte für einen Eventcharakter? Ja, ich meine, ganz ehrlich, der Pfarrer, der kann doch einmal unter alle, die nach der Predigt noch nicht eingeschlafen sind, einfach den Klingelbeutel verlosen. Sag einmal. Oder an Weihnachten gibt es einen Saunaaufguss mit Weihrauch. Jetzt hörst du auf! Was denn? Du versündigst uns noch da. Ach, sag einmal, für was bettest du überhaupt? Für den festen Stuhlgang. Weil der Papa hat mit da gekocht. Bist du dann starkgläubig? Wenn der Papa gekocht hat, dann schon. In Ewigkeit, wie sagt man? Amen. Amen.